Diese beiden jungen Menschen sind Ursula und Erhard. Noch vor wenigen Stunden standen beide vor dem Traualtar ihrer Heimatstadt, um den Bund fürs Leben zu schließen. Getreu dem feierlichen Versprechen, alles im heute begonnenen Eheleben gemeinsam zu tragen, machen beide zunächst eine Reise. Sie fahren sozusagen ins Blaue. Herrlicher Sonnenschein überstrahlt diesen Tag und spiegelt sich im Glück der beiden jungen Menschen wider. Was ist das? Der Wagen bockt, der Motor setzt aus. Kaum zu fassen, wo doch der Wagen gestern noch in der Inspektion war. Wollen doch mal sehen, bemerkt Erhard, ob ich diesen Karren nicht wieder in Gang bringe. Ich werde dem Motor mal kräftig auf den Zahn fühlen. Also Haube hoch und reingeschaut. Doch alles Rütteln und alles Schütteln nützt nichts. Zum Glück ist man nicht weit vom nächsten Ort entfernt und wozu gibt es schließlich einen sogenannten Kundendienst. Man überbrückt also die Zeit bis zum Eintreffen des Reparaturdienstes, um sich auf der nahegelegenen Bank schnell noch ein paar zärtliche Worte zuzuflüstern. Es dauert nicht lange und der Kundendienst trifft ein. Die Diagnose: Bruch der Nockenwelle. Erste Hilfe: Abschleppen in die Werkstatt. Eine solche Reparatur dauert mindestens 2 Tage und so muss man wohl oder übel die nächsten Tage hier in Rosbach an der Sieg verbringen. Sehr schnell ergeben sich unsere jungen Leute ihrem Schicksal und sehen sich zunächst einmal in Rosbach um. Zunächst führt ihr Weg zu der 1897 im neugotischen Stil erbauten katholischen Kirche. Man sieht es dieser Kirche heute nicht an, dass sie während eines Bombenangriffs am 2. Februar 1945 sehr stark zerstört wurde. Die fleißigen Bewohner der Gemeinde konnten diese Bombenschäden in den ersten Nachkriegsjahren wieder beseitigen. Die letzten Renovierungsarbeiten wurden im Jahre 1958 durchgeführt und hierbei ein neuer Altar, moderne Fenster sowie eine neue Orgel geschaffen. Auf sehr gepflegten Straßen, durch herrliche Waldungen, führt hier der Weg zum alten Stuhl. Hier befand sich ehemals der Sitz eines germanischen Stuhlgerichts und daher hat diese Höhe auch heute noch den Namen Alter Stuhl. Gleichwohl wie in alten Zeiten hat man auch noch heute von hier einen wunderbaren Blick auf das romantisch gelegene Rosbach, das im Jahre 1950 bereits auf sein 700-jähriges Bestehen zurückblicken konnte. Von hier geht auch der Blick auf die andere Seite der Sieg, auf die in den verschiedenen Zeitaltern entstandenen Siegterrassen mit den Dörfern Sieg, Lindenpütz, Roth, Obernau und Rüttel,
während siegaufwärts über Eulenbruch, Imhausen der Blick bis in den Westerwald reicht. Dieses Waldkrankenhaus, heute der Stadt Köln gehörend, wurde im Jahre 1902 von der damaligen Kaiserin Victoria gestiftet und diente bis 1958 ausschließlich als Lungenheilstätte. Heute finden in diesem Haus in erster Linie schwer erkrankte Menschen Genesung. Emsige Schwestern schufen in unmittelbarer Nähe dieses Waldkrankenhauses eine stille Stätte der Andacht, mitten im Walde, am Rande eines tief eingeschnittenen Tales. Das Marienbild. Im Mittelalter, wahrscheinlich im 11. Jahrhundert, wurde diese Kirche erbaut und diente ehemals der katholischen Gemeinde als Gotteshaus. Der Sage nach wurde sie 1571 während einer Prozession zum Hilligen Kamp auf Befehl des Herzogs von Berg zum evangelischen Gotteshaus erklärt. Nachdem das Kirchenschiff einer Feuersbrunst zum Opfer fiel, wurde es 1763 bis 67 in der heutigen Form wieder aufgebaut. Mehr oder weniger hart treffen die Gegensätze des heutigen Rosbachs aufeinander. So stehen efeu-umrankte Fachwerkbauten unmittelbar neben modernen Häusern. Ebenso treffen nicht selten die Blicke durch die Schaufenster eines modernen Ladenlokals auf die Zeugen des wahrhaft alten Rosbachs vergangener Jahrhunderte. Einer tüchtigen Gemeindeverwaltung mit seiner großzügigen Planung gelang es schon frühzeitig, eine bedeutende Industrie anzusiedeln. Bereits um die Jahrhundertwende wurde von einem einheimischen Bewohner ein Stahl- und Brückenbaubetrieb gegründet. Der heutige Zweigbetrieb vom Stahlbau Hermes in Wuppertal beschäftigt sich vorwiegend mit der Fertigung von Stahlfenstern, Stahltüren und Stahltoren. Seit neuester Zeit unterhält dieses Werk auch eine Kranbauabteilung. Glasdächer in kittloser Verglasung gehören heute ebenfalls zum umfangreichen Fertigungsprogramm. Ein weiterer Sohn Rosbachs unterhält einen größeren Kesselbaubetrieb. Obwohl die Firma Jünger noch im Aufbau begriffen ist, sind die Erzeugnisse dieses Unternehmens bereits überall bekannt. Am Rande Schladerns gelegen, aber zur Gemeinde Rosbach gehörend, liegt versteckt in einem Tal, ohne jedoch das Landschaftsbild zu stören, das Kupferwerk El Moor. Hier werden nahtlose Kupferrohre, Trockenzylinder, Kupferdruckwalzen sowie Profilrohre aller Art hergestellt. Dieses Werk wurde 1890 gegründet und 1891 durch den Engländer El Moor angekauft. Dort, wo eine große Industrie vorhanden ist, spielt die Nachwuchsfrage eine ebenso große Rolle. Rosbach verdient mit Recht die Bezeichnung schulfreudigste Gemeinde. Diese neue Schule wurde im Jahre 1951 ihrer Bestimmung übergeben, da die alte Schule im letzten Krieg durch Brand zerstört worden war. Im Jahre 1959 erfuhr diese Schule eine Erweiterung durch den Bau dieser neuen Turnhalle. Thank you.
Im gleichen Jahr wurde die Schule in Oettershagen durch den derzeitigen Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages, Professor Carlo Schmidt, eingeweiht. Kinderspielplätze finden wir heute an allen Schulen der Gemeinde. Hier wurde auch erstmalig ein Lehrschwimmbecken im Freien gebaut. Bei dieser Schule in Hurst kann unser junges Paar gerade an einer 50-Jahr-Feier teilnehmen. Nachdem das alte Schulgebäude 1956 durch einen Neubau ersetzt wurde, konnten 1959 Lehrer und Schüler auf das 50-jährige Bestehen ihrer Schule zurückblicken. Auf der anderen Siegseite in Rot wurde Ende 1959 die modernste Schule der Gemeinde ihrer Bestimmung übergeben. Bei solch einem Ausblick und den hervorragenden Lehrkräften der Gemeinde dürfte es dem Nachwuchs nicht schwer fallen, sich so viel Wissen anzueignen, um das begonnene Werk der älteren Generationen fortzuführen. Wie so vieles andere wurde auch die frühere alte Apotheke im Jahre 1945 durch Bombenangriff zerstört. Wenig später jedoch, unmittelbar nach dem Kriege, wurde dieser prachtvolle Neubau geschaffen. Unter seiner fachlichen Leitung fehlt es in diesem Hause an nichts, was zur Gesunderhaltung der Bevölkerung notwendig wäre. Solch ein ausgedehnter Spaziergang macht bekanntlich sehr hungrig. Somit ist es an der Zeit, dass sich unser Paar lokulischen Genüssen zuwendet. Im Hotel zur Post, bekannt für erstklassige Küche und gepflegten Getränken, fühlen sich unsere beiden wie zu Hause. Während die Abendsonne hinter den Siegbergen verschwindet, scheint es Ursula und Erhard offensichtlich gut zu schmecken. Im Verlauf des weiteren Abends treffen wir unser junges Ehepaar im Gasthof Mudersbach wieder. Inzwischen hat ein neuer Tag begonnen und wen wundert's, dass Ursula und Erhard heute Morgen nicht vom vielen Laufen begeistert sind. Stattdessen hat man sich an ein stilles Plätzchen begeben und hält Rückschau auf das Gesehene und plant gleichzeitig den Bummel für den kommenden Nachmittag. Diese ehemalige Vorburg der Ritterburg Windeck diente in früheren Zeiten dem Sitz der Vögte, welche Steuern in Form von Naturalien für den Burgherrn einziehen mussten. Sehr viel Zulauf verzeichnet durch seine idyllische Lage die Fremdenpension Gasthaus Bachmühle. Diese Knochenmühle hingegen war bis in den 20er Jahren Besitz von Christian Stöver, genannt der elektrische Christian,
Er erzeugte den ersten elektrischen Strom für Rosbach, während heute die Gemeinde vom RWE versorgt wird. Majestät hier an einem Berg liegt die 1675 erbaute, heute unter Denkmalschutz stehende Hauskapelle. Gibt es einen ehrwürdigeren Ort für den Männergesangverein Concordia mit seiner 140-jährigen Tradition, um durch das deutsche Lied der Schönheit der Heimat zu huldigen? Diesem Männergesangverein wurde im Sommer 1959 die Zelter-Plakette durch den damaligen Bundespräsidenten Professor Heuss verliehen. Die Zeit lässt sich nun mal nicht aufhalten. Inzwischen ist auch der Schaden am Wagen unserer beiden jungen Eheleute behoben. Zwei wunderschöne Tage gehen für Ursula und Erhard zu Ende. Und es heißt Abschied nehmen von einem der schönsten Fleckchen an der Sieg. Abschied nehmen vom alten und ehrwürdigen Rosbach, von den Straßen und Gassen, von den Häusern und seinen Menschen und von der einmalig schönen Natur. Thank you.